köstlich möstlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Easy Money. Wir sind heute mal wieder in der Community Franchise mit den Atlanta Falcons und heute sind wir in Woche 5 und werden gegen die Chicago Bears spielen. Das Ganze findet wie die letzten Games schon im Twitch-Stream statt. Dementsprechend, wenn ihr das nächste Mal live dabei sein wollt, folgt mir gerne auf Twitch unter easymoney-official. Und jetzt würde ich sagen, laber ich nicht weiter rum und wir jumpen direkt rein ins Game, beziehungsweise ins Video. So, die Bears stehen 1 und 3, haben einen 84er Overall, wir haben einen 85er Overall und stehen 0 und 4. Wir sind komplett hinten in unserer Division. Die Saints zum Glück auch nur 1 und 3, aber Bucks und Panthers sind auf jeden Fall weit weg. Ich weiß nicht genau, was falsch läuft diese Saison, aber es hat definitiv mit unserem neuen Quarterback und dem neuen Playbook zu tun. Was geht ab, Dennis? Na komm, Sieg ist drin. Ja, ey, ich hoffe es. Ich hoffe es, aber wir werden sehen. Ich möchte als allererstes kurz ins hier in den Injury Report reingucken. Ja, Malik Nabers ist nach wie vor raus und Marcus Barber ist jetzt auch 4 Wochen raus. Geil, der hat sich letzte Woche nämlich verletzt im letzten Spiel. Das ist bitter, weil das ist ein Rookie. Das heißt, der könnte eigentlich die Erfahrung auf dem Feld sehr gut gebrauchen. Ich glaube aber, ein Guard ist wieder zurück. Deswegen lasst uns kurz ins Roster reingehen. Immer believen, aufgeben ist keine Option. Das stimmt. That is true. So, wir gucken mal bei den Guards. Nice, Hunter Feldmann ist wieder am Start. Sehr schön. Dann können wir Lindstrom hier weiterhin auf Right Guard lassen und machen Feldmann aber... Obwohl, Digga, der Rookie hier ist auch schon 75er. Boah, schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen, dann packen wir Feldmann dahinter. 77er und der hat halt auch erst ein Jahr gespielt, ist deutlich größer und schwerer. Nee, gleich schwer sind sie ungefähr, aber deutlich größer. Ich lasse ihn erstmal da und wir lassen Connor Scott weiterhin starten, aber eventuell werden wir das noch switchen. Schauen wir mal. So, wir haben Breakout D-Line. Help a player upgrade. Upgrade his death trade. Ich weiß nicht, um wen es geht. Zach Harrison. Okay. Hold the Bears to less than 100 rushing yards. Oder Zach Harrison, eine Interception, Force Fumbles, Tackles for Loss oder Sack. Ja, könnte man hinkriegen an sich. Wir müssen übrigens auch dringend hier bei Players Ready to Negotiate rein, weil wir wollen natürlich Bijan Robinson unbedingt behalten. Der hat wenig Resign-Interest, was ich ein bisschen schade finde, aber kann es irgendwie auch verstehen, weil er ist halt krass gut. Er carried das Team extrem und wir gewinnen halt nie irgendwas so richtig. Aber ihm hier werden wir natürlich einen fetten Vertrag geben. Gerne auch über 5 Jahre, Bro. Ich würde sagen, wir machen einfach mal das Offer und gucken. I'd sign today if there was some way to improve how this team aligns with my interests. Okay, also er hat erstmal abgelehnt. Das ist bitter. Tackle for Loss ist doch immer drin. Ja, sollte man hoffen, ne? Heute muss ich den Bears die Daumen drücken. Eieieiei. So, Jesse Bates wollen wir eigentlich auch safe behalten. 97er Free Safety. 81 Millionen ist natürlich auch geisteskrank teuer. Für 4 Jahre, bis er 33 ist, könnte er aber schon nochmal gut spielen, so. Aber wir müssen halt auch auf unseren Cap Room achten, Digga. Und 81 Millionen ist natürlich mies viel. Clark Phillips hat auch so gut wie gar kein Resign Interest, aber den würde ich schon gern behalten an sich. 81er Overall kostet nicht so viel. Ist auch noch relativ jung. Ja, okay, ist aber auch langsam. Vielleicht lassen wir den auch ziehen, Digga. Also 89 Speed auf Cornerback ist schon sehr trash. So, Zach Harrison ist der, der eventuell das Development Trade Upgrade bekommt. Aber Left Ends, also Ends haben wir eigentlich auch mehr als genug, ne? Bergeron, Guard, ja, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Wir haben ganz gute Guards. Mike Hughes, ja, für ein Jahr. Weiß nicht, zeig mal, wie viel Speed hat der. 90 Speed auf Cornerback ist jetzt auch nicht so mega geil. Dwayne Eskridge, den haben wir ja in der Free Agency geholt. Der macht an sich die ganze Zeit nice Returns auf jeden Fall. Im Receiving Game habe ich jetzt noch nicht viel von ihm gesehen. Ist halt die Frage, wenn wir ihn gehen lassen, ob wir ihn dann nicht einfach auch wieder für so einen Einjahresvertrag holen können, irgendwie für 2 Millionen, statt ihm jetzt hier 9 Millionen zu geben für 2 Jahre. Wisst ihr, was ich meine? Ist halt so ein bisschen die Frage. Einen schnellen Receiver an sich kann man immer irgendwie in der Free Agency holen. Und so geisteskrank schnell ist er jetzt auch nicht. Der hat halt 94 Speed. Ihn hier werden wir höchstwahrscheinlich ziehen lassen. Montrell Washington auch unnötig, können wir easy ersetzen. Ihn hier auch, also der ist absolut trash. Was geht, Guppy Fisch? Mir geht's sehr gut. Und dir? Wer ist er denn eigentlich? Von dem habe ich noch nie irgendwas gehört oder gesehen. Mike Shields kann auch gehen. Er hier kann auch gehen. Ah, okay, Caleb McGarry ist schon wieder dran. Den haben wir letztes Mal auch nur für ein Jahr geholt anscheinend. Right Tackle 80er ist schon
wichtig, sage ich mal. Brandon Parker kann wahrscheinlich gehen. Jake Matthews. Ist der Starter aktuell? Weil ansonsten hätte ich den dann auf Tackle gepackt. Und ich glaube, mein Gegner hat mir gerade geschrieben. Stimmt, ich habe die Zeit ein bisschen aus den Augen verloren. Wir müssen das Game mal anfangen. Also Leute, wenn ihr das dann nochmal auf YouTube sehen solltet, schreibt gerne eure Meinung dazu rein, wen wir signen sollen und wen nicht. Ja, da sind viele Entscheidungen wieder zu treffen. Wir machen jetzt aber schnell unser Training hier. Defend Inside Run. Ja, ist okay, machen wir. Throw it deep. Nein, definitiv nicht mit freaking George Nowak, Alter. Oh, Digga, wow. Obwohl, Left Guard ist wichtig. Das ist wichtig. Let's go. Wetter in Berlin ist famos, grandios, aber jetzt gerade wird es ein bisschen windig irgendwie. So, da wären wir bei uns zu Hause gegen die 1 und 3 Chicago Bears. Vielleicht können wir ja heute endlich mal unseren ersten Sieg holen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil die Bears 1 und 3 stehen, sondern einfach so oder so, egal wer der Gegner wäre. Wir haben jetzt viermal hintereinander verloren, Digga. Es wird wirklich mal Zeit, dass wir hier endlich unseren ersten Sieg in dieser CF holen, Alter. 0 und 4 ist wirklich crazy. So schlecht bin ich noch nie in irgendeine CF gestartet. Deswegen, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja, ist okay. 3 Yards, damit lebe ich erstmal. Ja, haben wir gut gecovert. Der wäre am Ende noch offen gewesen, glaube ich, der Tight End, Alter. Alright, 3. Lol, er hat Brock Purdy auf Quarterback. Das ist natürlich auch wild. Ah, shit, Digga. Okay, guter Read. Und Lorenzo Carter schon wieder verletzt, Bro. Also der ist, vielleicht ist er einfach mega anfällig für Verletzungen, weil der war im letzten Game auch schon verletzt. War dann wieder am Start jetzt diese Woche, aber ja. Okay, das war nicht gut gespielt von mir. Geil, Pulled Groin ist auf jeden Fall raus für dieses Game. Das ist natürlich schon wieder richtig nice, Junge. Flyer Skill, vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, aktuell der Grind mit Streamen und dann daraus einfach direkt YouTube-Videos machen, macht richtig Bock, Digga. Und ist auch sehr angenehm. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man die ganze Zeit in irgendein Projekt rein investiert quasi, dann ist es schon auch wichtig, dass es energie- und zeiteffizient ist. Und das ist aktuell definitiv der Fall. Digga, Brandon Dorl ist auch verletzt, Junge. Jetzt übertreib mal nicht, Madden. Und auf jeden Fall finde ich es viel, viel geiler, diese Community-Franchise-Games mit der Community zusammen im Stream zu zocken, statt immer so alleine mit Kamera, bla bla, so, wisst ihr? So macht irgendwie mehr Bock. Ja, shit, Digga. Cole Kmet. Okay. Also er drivet hier schon wieder mies gut runter. Ich weiß auch nicht genau. Also wir sind irgendwie nicht so am Start. Digga, wo rennt denn Shivers eigentlich hin? Unser anderer Linebacker rennt einfach komplett aus dem Bild raus. Okay, 3. Vielleicht können wir jetzt standhalten. Alles zu, Digga, das ist alles zu. Let's go. Wichtig und richtig, 3. Ich hoffe, es kommt nur das Field Goal. Vielleicht ist es auch ein Fake. Er hat ein bisschen länger gebraucht, um das Field Goal auszuwählen. Nee. Alter, damit kann ich absolut leben, Digga, weil wie der uns runtergedrived hat, Junge, ich dachte, wir kassieren safe einen Touchdown, deswegen erstmal nur 3-0 Schadensbegrenzung, würde ich sagen. Ja, das wird schwierig mit Eskridge daraus irgendwas zu machen. Oh, da hätten wir sogar eine Lücke nach rechts gehabt, wenn ich ein bisschen mehr durchgesprintet wäre nach rechts. Das hätte crazy werden können. Nee, die Pläne fürs neue Bears-Stadion habe ich noch nicht gesehen. Sind die krass, ja? Nice, Alter. Richtig geiler erster Run, direkt 17 Yards. Ja, ist okay. 5 Yards nehme ich mit. Ist halt auch so ein mega Dome wieder. Ja, glaube ich, Digga. Muss ich mir mal angucken. Komm, Pitts, den hast du. Oh, 3. und Inches nur. Muss nicht sein. Sehr schön. Easy first down. Let's go. Ja. Yep. Rennen um dein Leben, Nowak. Gutes Blocking. Sehr schön, Alter. Nice, nice, nice. Ja, okay, den hat er. 4 Yards nehmen wir. Okay, den hat er auch. 3. und 1. 4 von 4 für gerade mal 17 Yards. Das ist irgendwie eine witzige Statistik. Oh, slide!
überlege gerade, ob ich mich zusammenreißen kann und nicht ausraste. Wir waren schon am Sliden. Er braucht 3 Jahre, um das zu tun und fummelt dann den Ball. Ja, das ist definitiv ausrasterwürdig, würde ich sagen. Aber wir probieren erstmal noch die Ruhe zu bewahren, Digga. Junge, Junge, Junge. Ja, bei mir ist eigentlich alles okay, aber Madden fuckt gerade ganz schön ab. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut. Komm doch raus aus dem Block, ey, das gibt's nicht, Bro. Come on, Bruder. Deswegen glaube ich nicht mehr mit dem QB, dieses Madden so kaputt. Ja, ey, Bro, aber das kann doch wirklich nicht sein, ey. Er kann doch nicht 3 Jahre brauchen, um zu sliden. Werf dich einfach hin. Er holt da noch Anlauf, um sich dann dramatisch da irgendwie hinzuwerfen, Digga, anstatt... Oh, das ist kein Pick. Mann, Alter. Doppelviereck, dann brechen die sofort ab. Okay, interessant. Danke für den Tipp. Okay, erstes Quarter vorbei. Spiel auf Football bei den Erkner Razorbacks U13. Nice. Ich weiß immer nicht genau, was ich da machen soll, wenn ich halt genau sehe, dass ich jetzt aus dem Leben geblockt werde. Soll ich dann einfach reinsprinten in den O-Liner? Aber dann werde ich doch auch safe geblockt. Also das ist irgendwie... Ja, nice, er fummelt sogar. Oh mein Gott, wir kriegen den Ball leider nicht. Okay, aber richtig, richtig geiles Play von unserer D-Line. 3. und 14, das wäre jetzt wichtig. Ja. Er hätte ganz kurz den Receiver offen gehabt, glaube ich. Aber egal, 4. und 14, er muss punten. Alter, ey. Die 50 steht einfach da, Bro. Ist ihm egal, dass da der Typ angesprintet kommt. Bester Mann, wirklich, Alter. Natürlich verwirft Nowak den. Wir könnten ja auch mal einen geilen Touchdown werfen. Aber nee, Digga. Da hat Nowak auf jeden Fall gar keinen Bock drauf. Da hat Nowak auf jeden Fall keinen Bock drauf. Warum auch? Wisst ihr, was ich meine? Warum? Nice. Sehr, sehr nice. Gutes Play. Nein, oder? Eskridge hat eine Foot Fracture, Bro. Hey, Alter. Es ist wirklich nicht mehr witzig, Digga, wie viele Verletzungen wir haben. Und jetzt auch noch Eskridge, Bruder. Das tut wirklich auch weh. Das tut wirklich sehr, sehr weh. Alter, warum droppt Kyle Pitts den? Wisst ihr, wenn unser Backup-Titan den droppen würde, wäre das die eine Sache, aber Bro, ein 98er Kyle Pitts oder wie viel der hat, das ist crazy. Gutes Play. Wichtig und richtig, Alter. Das hier ist gerade so ein richtiges Garbage-Game in der echten NFL. Die 1 und 3 Bears gegen die 0 und 4 Falcons, es steht 3-0. So richtig Trash einfach. Na, shit, Digga. Leider nix. Auch nur 2 Yards. Oh, oh Gott, okay, Alter. Ich wollte schon sagen, er rennt nicht ganz rüber, ey. Wow, Junge. Montrell Washington mit einem Clutch First Down auf jeden Fall. Puh. Rein da, sehr schön. Okay, wichtig, Junge. Wichtig, wichtig, wichtig. Mhm. Ist okay. 3 Yards, damit kann ich absolut leben. Gleiche Formation, glaube ich. Screen. Ach, komm, ey. Ich lese es beide Male, Digga. Beide Male, wo er einen Running Back Screen gemacht hat. Ich habe es direkt gesehen, aber ich konnte trotzdem nichts machen. Schade, Schokolade. Ja, gute Defense. Sehr schön. Warum hast du aufgehört? Das hatte ganz viele Gründe. Verletzung, Zeit, Energie. Oh. Na komm, ey. Also Fischer, den musst du tackeln, Junge. Ich wollte ihn mies aus dem Leben hitten, Alter. Ja, oh, komm schon. Ich dachte kurz mit beiden, ich hol den Pick, Alter. Ist okay, sag ich mal. Ja. Hey, Bates, ist das gerade dein Ernst, Alter?
Du bist ein freaking 97er Safety, Bro, und das war deine Zone. Ja, jetzt haben wir nicht Eskridge, Junge. Ohne Eskridge will ich nicht return. Nice. Schönes Play, erste Timeout. Mann, Alter, Nowak ist wirklich so ass, Digga. Ja. Boah, ey, Nowak, komm schon, Bruder. Das sind wide open Receiver. Digga, das ist wirklich crazy. Der war so geisteskrank offen. Alter Schwede, Mann. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du den Ball mal completen kannst, du Fischkopf, Alter. Das ist doch wirklich geisteskrank, ey. Digga, zweimal hintereinander verkauft er uns einfach komplett. Ja, Rille, ich werde mal nach dem Game gucken, Digga, weil das ist wirklich... Also, wie du schon sagst, es wird so nix. Da hast du absolut recht. Das ist wirklich nicht zum Aushalten, Digga. Ja, damit kann ich leben, Alter. Was zum Geier ist das? Logan einfach auf QB. WTF? Digga, wildes Play auf jeden Fall. Ja, Rille safe. Und ich würde es noch verstehen, wenn ich selber diesen Move mache, wo man so den Ball irgendwo genau hin platzieren will. Weißt du, was ich meine? Man hat doch dieses Feature in Madden. Aber das mache ich nicht mal. Ich werfe einfach nur den Ball. Und er verzieht ihn jedes einzelne Mal. Also wirklich, bei den Cornerrouten ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball ankommt, bei 20%. Das ist wirklich krank. Das ist wirklich krank, Digga. Ja, genau, Freeform. Oder Form, wie auch immer. Okay, wenigstens kriegen wir den Ball. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wisst ihr was? Wir probieren es auch mal mit Hughes, weil wenn Hughes uns zeigt, dass er sowas auch kann... Okay, never mind. Also, das war relativ gut abgecovert auf jeden Fall. Weil ich dachte, der Receiver könnte, wenn er einen guten Ball bekommt, einen Play machen. Aber scheitert halt an dem guten Ball. Ja, shit. Ich dachte, ich kann vor den Linebacker kommen. Ich dachte, ich kann vor den Linebacker mit Bijan Robinson kommen und den Catch quasi vor seiner Nase machen. Jetzt müssen wir eh erstmal beten, dass wir hier keinen Touchdown kassieren. Nach dieser unfassbar dummen Interception. Dritter und zwei. Ach, Digga, ey. Oh, ey, Junge, ist das bescheuert, Alter. Ist das bescheuert, Digga. Ey, dazu fällt mir wirklich auch langsam nichts mehr ein. Oh, Patrick, Digga, gute Besserung, ja. Gute Besserung. Aber crazy, dass du trotzdem einschaltest. Ey, Leute, wenn es so weitergeht, wir stehen einfach 0-5. Digga. Nice. Digga, das ist kein First Down. Mein Gott, ey, die O-Line hatte uns gerade fast schon wieder komplett gesellt, Alter. Okay, Nowak mit einem kleinen Baby-Juke. Ich spiele gerade übrigens komplett random Plays, Digga. Also, das habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gehabt. Lol. Ja. Nice. Nehmen wir. Okay, 5 Yards. Nice. Hey, Alter, Nowak wirft full in den Rücken. Jetzt kommt. Stark. Geiles Play, Junge. Let's go. Diesmal auch guter Wurf von Nowak, Junge. Alright, wir sind wieder auf ein Field Goal dran. Also von daher noch alles offen. Ja, nehme ich. Das sind doch wieder diese freaking Screenpässe außen. Er spielt mies viel RPO, kann das sein? Ja, drei Receiver hintereinander, Alter, was ist denn das?
jetzt. Lol. Sehr, sehr wild. Wieder dieses. Meint er das gerade ernst, dass er die ganze Zeit das gleiche Play macht eigentlich? Okay, nehme ich. Boah, Digga. Das wird doch Safe Play Action. Nicht mal. Einfach direkt Pass. Ja, Fischer kam noch gerade so dahin, Alter. Junge, Junge, Junge. Okay, Brock Purdy verwirft auch komplett. Er muss punten. Boah, Junge, Junge, Junge. Ja, Luis läuft mäßig. Wir sind immer noch hinten, aber wir kriegen jetzt den Ball. Und dann hoffe ich, dass wir endlich mal die Führung holen können, Alter. Er faked das Ding. Er faked das Ding einfach. Oh mein Gott, ich dachte kurz, der kommt an, ey. Alter Schwede. Digga. Das wäre gestört gewesen. So, Zeit läuft jetzt aus. Dann sind wir im letzten Viertel. Also, klar. Also, ich hätte den auf jeden Fall früher werfen müssen, theoretisch. Vielleicht hätte er den dann angebracht. Aber so oder so könnte ein NFL-Quarterback den trotzdem gerne anbringen. Ja, also, das wird ihm jetzt nicht wehtun, wenn er den einfach auch mal anbringt. Den wirft er wieder mal zu weit. Wie jeden Deep Ball. Wir punten den Ball direkt zurück. Okay. Ja, gute Defense. Dritter und sechs. Die 21 hatte den auf Man. Okay. Nice, Junge. Wer war das? Porter? Ne, Beal. Lol, Porter ist ja seiner. My bad. Dritter und 13. Bruder. Hätte er da wirklich nicht seinen Arm anheben können, um den Ball runterzuschlagen? Wäre das nicht möglich gewesen? Bin sehr verwirrt, warum das nicht möglich war. Ja, ich bin falsche Seite quasi reingerannt. Okay. Wenn wir ihn nur bei einem Field Goal halten, ist natürlich noch alles drinne. Dementsprechend müssen wir darauf jetzt hoffen. Die kriegen es irgendwie nicht hin, Cole Kmet zu covern. Das schaffen meine DBs anscheinend nicht. Alright, Stand gehalten. Wir bräuchten jetzt noch mindestens zwei Goal-Line-Stops, damit er vielleicht dann nur ein Field Goal nimmt. Okay, ein Sack geholt. Stark. Dritter und Goal. Oh, pick den doch. Ey, nein, bitte nicht. Oh mein Gott, das wäre so ehrenlos gewesen, wenn er da jetzt einfach den Touchdown gemacht hätte. Und trotzdem hat er jetzt vierten und Goal. Wir nehmen unsere erste Timeout, weil sonst kann er die Zeit runterlaufen lassen bis zum Two-Minute-Warning. Oh mein Gott, wir hätten den Pick haben müssen, Digga. Wir hätten den Pick haben müssen. Das war so trash. Wir haben einfach eine Millisekunde zu spät richtig reagiert. Ich glaube, es kommt der Pass. Nein. Das war's. GG. Alter Junge, wir stehen 0 und 5. Ich glaube, ich werde Nowak wirklich benchen, Digga. Egal, ob wir in der Free Agency einen anderen QB finden oder nicht. Man soll meinetwegen irgendein 60er Rookie starten, Alter. Aber Nowak ist so ass, Bro. Das mache ich nicht mehr mit. Wir haben ihm jetzt 5 Spiele Zeit gegeben und in jedem hat er uns aufs Neue gezeigt, dass er einfach Trash ist. Das dann noch gemischt mit unseren Verletzungen, fällt mir auch gerade auf, ist natürlich eine tödliche Kombi für eine Saison. Ja, das war der finale Beweis, dass Nowak gebencht wird. Das ist wirklich unglaublich, Digga. Das ist wirklich unglaublich.
Das ist wirklich... Oh, wow! Wow! Wow, Alter! Wow! Wow, Bro! Wow! Wow! Digga, wow! Ja, scheiße, falsche Entscheidung. Okay. Wir wollen ja noch nach einem anderen QB gucken, Digga. In der Free Agency. Und das will ich natürlich auch noch mit euch zusammen machen. Ja, bla bla bla. Machen wir jetzt hier weiter, Digga. Ich will nach einem scheiß neuen QB gucken, ey. Wirklich, Junge. Okay. Zwei wichtige Upgrades. Warum auch immer. Zwei neue Injuries. Arschgeile Nummer, Digga. Ja. Wieder multiple week injuries. Geil. Eskridge raus für 3. Kader nochmal für 4. Coolio. So, wir gucken nach Free Agents. Baker Mayfield, Davis Mills, Sam Darnold, Matthew Stafford. Bei 69er overall nur, Alter. Mega. Das ist ja crazy. Ja, die sind halt auch alle trash, ne? Taylor Heinicke. Den könnten wir holen. Vielleicht haben wir damit einfach ein bisschen mehr Glück, weil wir ihn lieben. Wisst ihr, was ich meine? Taylor Heinicke ist am Start. 83 Speed. Was hat er aber für Passing-Werte? 83 Wurfpower ist ganz schön schwach. 79, 76, 78. Ja, Digga, das ist halt alles nicht besser. Das ist alles eigentlich schlechter, logischerweise. Ich meine, rein theoretisch hat Dings Nowak ein 80er Overall, Bro. Ein 80er Overall. Wie kann es eigentlich sein, dass der so die Bälle verwirft, ey? Das ist wirklich krass. Marcus Mariota auch am Start, aber nur ein 63er, ey. Einige große Namen hier am Start, aber die sind alle extrem ass. Da lohnt halt nichts. Ja, ich glaube auch nicht. Also, aber was... Digga, ganz ehrlich, aber ich habe keinen Bock mehr mit Nowak zu spielen, Bro. Dann mache ich wirklich lieber, hole ich hier Taylor Heinicke, Digga. Den feiere ich wenigstens. Wisst ihr, was ich meine? Dann habe ich wenigstens Spaß mit Taylor Heinicke. Digga, ich hole den jetzt. Also wirklich, Nowak hat sich's einfach komplett verschissen. Was ist denn das für ein Bild von Taylor hier? Also für einen Avatar oder wie auch immer man es nennen will. Ja, komm rein, Taylor. Also Bro, ich bin fertig mit Nowak, wirklich. Ich halte das nicht mehr aus. Der regt mich so unnormal auf. Ja, ich muss einen Spieler cutten, okay. Ja, cutten wir den QB hier weg. So, Heinicke, Starter. Da hinten haben wir noch Jeffrey Clemens oder Clemens. Nee, Clemens wahrscheinlich. Und Nowak, du bist auf jeden Fall erstmal absolut auf der Bank, Digga. Tut mir leid, aber du hast so extrem reingeschissen. Der hat eigentlich 96 Wurfpower, 83 Deep Throw. Warum verwirft er jeden tiefen Wurf, Digga? Corner kann man arguen, also hier kann man diskutieren, dass es ein Medium Throw ist. Okay, 75 ist halt auch wirklich kacke. Guck mal, da hat Heinicke sogar besseren Wert mit 76. Also, Digga, und werfen im Rennen hat er eigentlich auch einen 90er und verwirft aber jeden Ball im Rennen. Throw under pressure auch 82, ist auch gut an sich. Play Action hat Heinicke 1 besser. Carrying und Ball Carrier Vision ist er auch besser. Juke Move. Okay, 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 okay. Ja, wenn der auch nur verwirft, dann hast du umsonst ausgegeben. Ja, das sind aber nur 1,7 Millionen, Digga. Juckt nicht. Juckt absolut nicht. Und lieber spiele ich mit Taylor Heinicke, der verwirft, als mit diesem Ass Nowak, Bro. Kannst du mich im Video grüßen? Liebe Grüße, Luis. Digga, Grüße gehen raus. So, Breakout Player View Message müssen wir uns noch kurz angucken. Not gonna lie, that game was a humbling experience. Ja, bla bla, Junge, laber mich nicht voll. Alright. Das war's, Leute. Wir stehen 0 und 5. Leute, das war's mit dem Video. Auch wenn es schon wieder voll in die Hose ging, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, folgt mir auf Twitch, damit ihr beim nächsten Game live dabei seid. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.